Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, die Bank haftet nicht für den Schaden im Schließfach, also wenn es zu einem Schaden kommt. Und das ist in der aktuellen Situation besonders wichtig, denn auf einen Passus weise ich immer besonders hin. Also wenn du wissen willst, welcher Passus das ist und vor allem wie unsicher das Geld im Schließfach dann letztendlich ist oder die Wertpapiere oder was auch immer dort gelagert ist, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Es gibt auch einen Fall dazu, einen echten Fall, der passiert ist. Und ich verlinke auch gleichzeitig dann nochmal die Aussage eines Rechtsanwaltes zu zahlreichen Fällen in diesem Bereich. Also wann haftet die Bank und haftet sie überhaupt? Also sie haftet definitiv nicht für den Inhalt des Schließfaches unter bestimmten Voraussetzungen. Wie gesagt, wenn es dein Thema ist, schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Bis gleich, dein Marco Reus. Ja, hallo, da bin ich wieder und zwar, ich lese es kurz vor, hier sieht man es, ich zeige, das ist also eine Folie aus meiner Präsentation. Also wann haftet denn die Bank? Also die Bank haftet, steht in den Bedingungen auch drin und bei den Schließfächern gibt es eine besondere Lösung noch. Also generell haftet die Bank ja sowieso nicht bei höherer Gewalt. Ja? Also das heißt, die haftet nicht für Schäden, die durch die Störung ihres Betriebes, Bombendrohung, Banküberfall, insbesondere infolge von höherer Gewalt, zum Beispiel Kriegs- oder Naturereignisse, sowie infolge von sonstigen, von ihr nicht zu vertretenden Vorkommnissen, zum Beispiel Streik, Aussperrung, Ersperrung, Verkehrsstörung verursacht sind. Und jetzt kommt's. Oder die durch die Verfügungen von hoher Hand des In- und Auslandes eintreten. So, ich mache jetzt einen kurzen Einspieler, eine Aussage, Terra X, ZDF, damals zu diesem Bankraub, Schließfach wurde, also der Tresorraum mit den Schließfächern wurde durch ein Tunnelsystem, durch Räuber im Endeffekt durch ein Tunnelsystem aufgebrochen. Es wurden zahlreiche Schließfächer in Berlin aufgebrochen und es entwendet. Und hier haben wir die Aussage der zuständigen Bank, der Sprecherin der Bank. Ich blende es mal kurz hier ein. Wir sind nicht ausgeraubt worden. Wir haben zwar einen Schaden, ne? Den kriegen wir über die Versicherung ersetzt. Das ist makaber. Die Kunden wurden hier beraubt. Es sind Kundeneigentum, was hier gestohlen worden ist und nicht die Bank. So, also die klare Aussage ist, die Kunden wurden bestohlen, nicht die Bank. Ganz einfach. So, steht ja auch hier. In den Bedingungen der Schließfächer ist es auch so geregelt. Jetzt kommen wir aber mal zu einem interessanten Thema noch. Denn in diesen Bedingungen steht bei Haftung der Bank auch, dass sie nicht haftet für die Verfügungen der Hohen Hand des In- und Auslandes. Ich habe da vor längerer Zeit schon mal darauf hingewiesen, in einem anderen Video, wer noch nicht weiß, was die Verfügungen der Hohen Hand des In- und Auslandes bedeuten, der hat es spätestens jetzt verstanden. Denn wie gesagt, wir können uns nicht treffen, wir können nur zur Arbeit gehen durch diese Corona-Geschichte. Wir müssen Masken tragen, sonst gibt es ein Bußgeld. Also wir sind massiv eingeschränkt in unseren Grundrechten und so weiter, das ist auch klar. Das ist eine klassische Verfügung der Hohen Hand. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite, wir reden hier über das Thema Sicherheit für euer Geld. Und wie gesagt, ich spiele es auch dann nochmal ein, diese ganze Geschichte, wer da wie betroffen war, wie es mit Bargeld aussieht, wie die Haftung aussieht und so weiter, dass es separate Versicherungen für normale Schäden gibt, ist auch klar. Aber wir wollen auch nochmal einen anderen Fall aufgreifen und das ist die Verfügung der Hohen Hand. Das heißt also, wenn der Staat irgendwann beschließt, die Banken zu schließen, was ja übrigens bei der Krise 2009 nur verhindert wurde durch die Aussage von Frau Merkel damals, dass die Spareinlagen der Deutschen sicher seien, indem sie sich vor die Kameras gestellt hat, was im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass es definitiv nicht so ist, weil es auch nicht so ist. Ja, es gibt ja die Einlagensicherungssysteme, auch da haben wir schon massiv drüber berichtet. Jetzt kommt es so weit, haben wir auch hier vor kurzem erlebt, haben wir auch ein Video drüber gemacht, dass die Banken einfach mal schließen müssen. Jetzt durch Corona, vielleicht irgendwann mal, weil ein Bankrun verhindert werden soll, der ja auch schon im Gange war, habe ich auch in einem anderen Video darüber berichtet, dass ganz viele Menschen zu Beginn dieser Corona-Epidemie und diesen Ausgangsbeschränkungen Geld, Bargeld in größeren Summen versucht haben, von der Bank abzuholen. Und das ging nicht. Ja, also auch größere Transaktionen über die Online-Konten, da gab es auch ein paar Sachen, die hochinteressant waren, haben wir auch schon berichtet. So, das heißt, Verfügung der Hohen Hand, die Banken müssen schließen. So, dann kommt ihr logischerweise auch nicht an euer Schließfach. Was bedeutet denn das, wenn ihr nicht an euer Schließfach kommt? So, das heißt, man hat den Inhalt dort. Jetzt gibt es verschiedene Szenarien, die vielleicht der ein oder andere einmal mehr als ganz weit hergeholt vielleicht aufnimmt und sagt, okay, ja, nee, das stimmt nicht, ist so, kann nicht so sein. Dann kann ich einfach nur jeden mal 6 Wochen, 8 Wochen zurück
holen, ja, im Jahr 2020, was ist in den 8 Wochen alles passiert? Hättest du dir im Januar vorstellen können, dass du nur noch zum Einkaufen darfst, dass irgendwann mal Regale in deinem Supermarkt leer sind, dass du dich mit deiner Familie nur bedingt treffen darfst, dass du Maskenpflicht hast und vieles mehr? Wahrscheinlich nicht. So, und genauso ist unser Geldsystem, das ist massiv marode, ja, seit diese massive Gelddruckmaschine angeworfen wurde. Das haben wir auch schon erklärt. Und jetzt geht es einfach mal so weit, dass die Banken vielleicht irgendwann zuschließen. Und vielleicht wird die Währung umgestellt. So, die Banken sind zu, du hast jetzt da in deinem Schließfach im Endeffekt natürlich vielleicht 100.000, 200.000 Euro liegen. Ist einfach keine Chance mehr hinzukommen. Vielleicht hast du auch größere Goldbeträge dort oder Goldmünzen oder deinen Goldschatz dort gelagert. Bei Banküberfall, das spielen wir dann nochmal ein. Das hatte die Kollegin, hat ja die Sprecherin der Bank auch gerade dann im Endeffekt kundgetan, dass der Kunde beraubt wurde, niemals die Bank. Also auch da wird ganz klar distanziert. Wir haben zwar einen Tresorraum, nehmen Geld dafür, aber wenn was passiert, haftest du selbst damit. Das ist klar. Es ist ja auch mit den Einlagensicherungssystemen so, dass es keinen Rechtsanspruch auf das Eingreifen dieser Sicherungssysteme gibt. Und das Wichtige ist in dem Zusammenhang Verfügung der hohen Hand. So, jetzt kann es ja auch sein, wir hatten das ja im vergangenen Jahrhundert mehrfach, dass es mal zu einem Goldverbot kommt. So, jetzt hast du Goldbesitz in deiner Bank gelagert. Und jetzt wirst du vielleicht mal gezwungen, durch die Verfügungen der Hohen Hand dieses Schließfach zu öffnen, ob da Gold und Silber drin ist. So, jetzt musst du das halt öffnen. Ja, jetzt hast du es da drin. So, die Bank haftet sowieso für keine Schäden. So, jetzt ist aber das, durch die Verfügung der Hohen Hand gab es vorher gar keine Möglichkeit mehr dahin zu gehen, weil die Banken zu sind. So, und wer das nicht glaubt, ich spiele den Rest des Films jetzt einfach nochmal ab, was da bei diesem Banküberfall passiert ist, wie die Leute damals im Endeffekt teilweise um ihr Hab und Gut gebracht wurden, wie sich die Banken dann am Schluss rausreden. Ja, es gibt Versicherungen, die hätten wir abschließen können, das haben wir erzählt. Jeder Kunde hat es gewusst. Viele wissen es nicht, garantiert nicht. Auch die, die das Video sehen, bin ich mir sicher, dass es viele von euch gibt, die das nicht wussten, dass die Bank auch bei Verfügung der hohen Hand logischerweise nicht haftet. Und das ist alles Teil der AGBs eurer eigenen Bank. Also die haftet einfach nicht für die Verfügung der hohen Hand und haftet auch nicht für die Enteignung eures Kontos. Das müsst ihr alles wissen. Das steht alles geschrieben, da haben wir an anderer Stelle schon drüber berichtet, aber heute ging es nochmal um das Schließfach. Und da möchte ich euch jetzt auch nochmal das letzte Stück von diesem Bericht von Terra X aufzeigen zu diesem Bankraub damals. Was die Leute dazu sagen, was die Bank dazu sagt, ist nur ein Teil davon. Ich spiele es nochmal kurz ab. Über 1600 Schließfächer verfügt die Bank. Nur 900 davon sind vermietet. Was sich jeweils in den Fächern befindet, wissen die Gangster nicht. Ein Glücksspiel. Wertlose Dokumente oder Schmuck und Gold. Reiner Zufall. Ihre Trefferquote ist dabei unglaublich. Schätzungsweise enthalten die 277 aufgebrochenen Fächer Wertgegenstände in Höhe von etwa 10 Millionen Euro. Aus Privatbesitz, nicht etwa Geld der Bank. Wir sind nicht ausgeraubt worden. Wir haben zwar einen Schaden, ne? Den kriegen wir über die Versicherung ersetzt. Das ist makaber. Die Kunden wurden hier beraubt. Es sind Kundeneigentum, was hier gestohlen worden ist und nicht die Bank. Der 14. Januar 2013 hat das Leben von knapp 300 Berlinern auf den Kopf gestellt. Auch das der 74-jährigen Rita K. Sie hat Erbstücke ihrer verstorbenen Mutter verloren. Bei der Interessengemeinschaft Tunnelraub erhofft sie sich Rat und Unterstützung. Denn Rita K. geht es nicht nur um Erbstücke, sie hat Bargeld verloren. Geld, das ihr nun zum Leben fehlt. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich muss versuchen, so alt wie ich bin, mir eine Arbeit zu suchen, um weiter zu existieren. Auch Roland Sieben vermisst nicht nur Erinnerungsstücke, er verliert einen Teil seiner Altersvorsorge. Das ist eine sechsstellige Summe, es ist sozusagen ein Teil meiner Rente, hat sich verabschiedet. Viele der Geschädigten haben zu ihrem Bankschließfach keine zusätzliche Diebstahlversicherung abgeschlossen. Nun wollen sie gemeinsam Ansprüche gegen die Bank geltend machen. Von ihr sind sie enttäuscht, wie etwa Jutta L. Warum mietet man ein Schließfach an? Mit der Intention, dass das Hab und Gut in einer Bank besonders sicher aufbewahrt ist. Auch Rita K. wähnt ihr Eigentum sicher aufgehoben, glaubt dem damaligen Schreiben der Volksbank allzu wörtlich. Da steht drauf, ob Feuer, Wasser oder Langfinger,
Wir investieren in einem hohen Maß an Sicherheit, damit Ihre Wertsachen immer gut bei uns aufgehoben sind. Also das finde ich ist jetzt für mich wie ein Witz. Rita K. hat diesem Werbeversprechen vertraut. Doch die Bank widerspricht. Wenn Sie wollen, dass Ihre Wertgegenstände geschützt sind, vor nämlich diesen extremen Einbruch, Feuer- und Wasserschaden, dann müssen Sie eine Schließfachversicherung abschließen. Das hatten viele Kunden anders verstanden. Man hat mir keine Versicherung zu dem Tresorfach angeboten. Doch die Bank verweist auf den Inhalt der schriftlichen Verträge. Wenn Sie zu mir kommen und sagen, Sie möchten ein Schließfach mieten, dann kriegen Sie den Vertrag, machen wir den Vertrag. Und dort steht nicht kleingedruckt, sondern klar und deutlich geschrieben, dass der Inhalt des Schließfaches nicht automatisch versichert ist. Ein Schließfach bedeutet Diskretion. Eine Versicherung will aber Klarheit über Gegenstände und Summen. Roland Sieben fühlt sich getäuscht. Mein Vertrag ist ja 33 Jahre alt und da steht in dem Vertrag drin, dass es eine Extraversicherung geben würde. Aber es war damals so auf Nachfrage, hieß es, das ist hier alles sicher, das brauchen Sie nicht. Die Bank sieht sich trotzdem auf der sicheren Seite. Dass es bei der Berliner Volksbank keine automatische Schließfachversicherung gibt, müsste jedem Kunden bekannt gewesen sein. So, also ihr seht, wie die Haftungslage ist, wie das die Sachlage ist, wie die Rechtslage ist. Es ist ganz klar geregelt, die Bank haftet nicht für diese Fälle, für diesen Bankraub nicht, für die anderen Fälle. Wie gesagt, man kann es teilweise über die Hausrat absichern, die normalen Fälle, wenn eure Hausrat so gut ist, dass ihr das mit absichert. Es gibt eine separate Versicherung für diese Lagerstätte, indem man Lagerstätte, Schließfach, Bank eben. Und auf der anderen Seite für die Verfügung der Hohen Hand gibt es keine Versicherung. Ja, das habt ihr auch hier erlebt aktuell, dass viele Menschen in Not geraten durch diese Ausgangsbeschränkungen, dass ganz einfach der komplette Lockdown dafür sorgt, dass die Wirtschaft komplett zum Erliegen gebracht wird, dass viele Menschen um ihre Existenz bangen müssen, auch Unternehmerkollegen, die im Endeffekt, also ich sage jetzt einfach mal, bis zu 50.000 Einzelhändler sollen scheitern. Und wenn die Verfügung der Hohen Hand greift, ist auch euer Schließfach nicht sicher. Das wollte ich in diesem Video einfach nochmal ganz explizit mit auf den Weg geben. Also wie gesagt, wir empfehlen ja auch immer physischen Goldbesitz, Edelmetallbesitz und wie gesagt, auch da ist ganz viel drüber gesprochen worden, wie, wo und wann man das lagert, wie man damit umgehen soll, wie man das restliche Geld auf den Weg bringt, wie man es investiert. Wer dazu Fragen hat, beziehungsweise selbst keine Entscheidung treffen kann, der kann natürlich ein kurzes Telefonat mit mir führen. Ja, einfach anrufen bei mir im Büro. Die Nummer ist nochmal eingeblendet unten, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung zu finden. Da könnt ihr mit meinen Mitarbeitern, wenn ihr Interesse an der Zusammenarbeit habt, mit einer echten Vermögensverwaltung, ja, angefangen über physische Edelmetalle bis hin zu einer echten Vermögensverwaltung nach drei Speichenregeln, Aktien, Immobilien, wie gesagt, und Edelmetalle, mal so im Überbegriff, mit aktuell dem absoluten Top-Angebot. Silber ist im Angebot so günstig wie noch nie, gemessen an Gold-Silber-Ratio. Und wer darüber sprechen möchte, eine Möglichkeit kennenlernen möchte, wie man hier das auslagert, das Ganze einem Vermögensverwalter an die Hand gibt wie uns, der keine eigene Entscheidung treffen möchte, auch die Zeit vielleicht nicht findet, um sich um sein Geld zu kümmern. Und dann kann ich einfach nur anbieten, wie gesagt, ruft uns kurz an, macht einen Termin aus, Kurzgespräch. Ich erläutere die Möglichkeit einer Zusammenarbeit und dann habt ihr da vielleicht noch einen klareren Blick auf die Dinge. Und bleibt einfach sicher mit eurem Geld, bleibt vor allem auch gesund. Wie gesagt, sicher ist auf jeden Fall das Bankschließfach nicht. Das wollte ich heute hiermit einfach nochmal unter Beweis stellen. Und ja, das soll es gewesen sein. Bleibt sicher, wie gesagt, lasst ein Abo da, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis bald, euer Marco Reus.